Oh, hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, euer Sly. Und, kein Neinsager. Wie ihr seht, sind wir bei Zyklus 103. Jetzt kann man sich einer beschweren und sagen, Sly, was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Ja, ich war fleißig, aber ich habe halt, na, auch ein bisschen rumgedümpelt. Ich bin ja noch nicht so, so am Verdursten. Was, ihr seht, hier ist noch genug verschmutzter Sauerstoff. Den kriege ich ja auch hier mit, ne? Da habe ich mir erstmal eine Wand aufgemacht und sehr viel verschmutzten Sauerstoff rausgezogen. Und ich habe da noch so ein, zwei andere Sachen gemacht. Eher problematischer wird es irgendwann mal mit dem Kohlenstoffdioxid. Aber ich dachte so, naja, erstmal habe ich mir ein bisschen Schmutzwasser runtergeholt, was meine Basis extrem kühl gemacht hat, wie ihr hier unten seht. Und ich musste hier ein Wärmeapparello hinbauen und hier unten, damit ich irgendwie ein bisschen gegenheile, halte. Aber stattdessen habe ich die Isolation jetzt hier ausgetauscht gegen Magnetit. Alles gut. Ich habe hier ein Loch gegraben und mit diesem Loch, ihr seht, ich habe auch meine ganzen Sweetles sind hier drinne, meine ganzen Wühlschnecken sind hier. Die machen mir das bisschen Strom, was auch immer sie noch machen. So, und da habe ich mir einen Weg hingegraben für neue Kolonie. Es wird Zeit, dass wir heute auf jeden Fall einmal rübergehen. Das machen wir. Und nun ja, ich habe ein Biom ausgehoben. Wie ihr wisst, war hier mal überall Eis. Richtig. Bezieht sich auf Wahr. Liegt jetzt hier unten. Ich hatte keinen Bock mehr drauf und habe den ganzen Bums abgeladen. Und naja, dasselbe mit Kohlenstoffdioxid. Ich habe die Tür aufgemacht und hier einfach runtergelassen. So, ich habe jetzt gedacht so, was mache ich denn jetzt mit meinem Sauerstoff? Ich so, noch keine Ahnung. Ich war überlegen so, baue ich mir das hier in die Sohle ein? Baue ich das hier rechts in die Ecke ein? Und da habe ich mir gedacht so, weißt du was, ich baue es erstmal in den Anti-Entropie-Thermo-Annulierer ein. Vielleicht brauche ich den später noch. Vielleicht nicht. Aber Plan wird auf jeden Fall lauten, dass wir keine Isolierung benutzen. Wir ballern das Ding einfach trocken auf den Boden und schauen mal, wie wir da rumkommen. Vor allem, wie das ausgehen wird. Ich weiß es noch nicht. Das machen wir jetzt schon schön zusammen. Oh, hab das noch nicht mal erforscht. Oh, smarter Boysly. Ihr seht, ich bin bestens vorbereitet. Eine ganze Woche nicht gespielt. Ich habe nicht mal die Elektrolyse freigeschaltet. Ich habe nicht mal eine fucking Smart-Batterie. Stromkabelmanagement ist auch noch nicht gegeben. Nun gut. Sieht so aus, als könnte ich schon mal vorplanen, was die Räume angeht. War ich richtig gut, ey. Habe ich richtig vorgesorgt. Ich habe noch nicht mal Sauerstofftech, ey. Ich habe die ganze Zeit nur abgerissen, habe noch nicht mal die Sauerstofftech. Oh, das wird nice. Egal, wir können den Raum hier trotzdem schon mal vorplanen. Ich muss jetzt nur die Forschung anschmeißen. Also, hier kommen zwei Pumpen hin. Hier kommen zwei Pumpen hin. Dann brauche ich hier auf jeden Fall die Tür, die ich auch noch nicht habe. Also, Tür kommt ungefähr dann dahin. Das heißt, wir müssen. Also hier kommt eine Pumpe hin, da kommt eine Pumpe hin, Tür und das sind die drei auf dem Boden. So, wir planen nur schon mal vor. Denn ich will ja logischerweise nachher einen Eingang haben. So, jetzt kommt aber immer noch keiner nach oben hin. Das ist scheiße. Das heißt, wir brauchen zumindest einen Gang nach vorne. Das heißt, wir lassen ein freies Feld. Dann kann ich hier auch nachher einen Drucksensor hinbauen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. So, das heißt, hier oben kommt dann der Schmuddelfuck hin. Wir bauen Leitern, damit meine Dubs auch zurechtkommen. Wir bereiten alles nur mal vor. Beste Lösung, einfach alles forschen. Richtig. Das ist vollkommen korrekt. Ne? Sly, hol dir bitte die Mod Research Queue, damit kannst du vorplanen, was du als nächstes forschen willst. Ja, mache ich aber nicht jetzt. Meine nicht jetzt. Meine nicht jetzt. Im Moment mache ich einfach. Ich krieg ja mit, wann was ist. Erst im Moment planen wir jetzt einfach mal gerade. So, also, ein Feld will ich nur hoch, damit der Wasserstoff hier oben reingeht. Das heißt, hier haben wir nachher 2, 2 dafür. Da geht der ganze Spassel hin und dann kommt hier die Pumpe hin und. Vielleicht mache ich die Pumpe auch hier hin und hier unten den Sensor. Oder mache ich den Sensor hier oben hin? So wäre es eigentlich ideal, weil die Leute noch drüber gehen können. Ah, das überlege ich mir noch. Ich sag mal so, den Raum könnten sie ja jetzt technisch erstmal vorbereiten.
Das einzig Nachteilhafte hier drin ist sehr viel verschmutzter Sauerstoff, aber egal, der wird nachher rausgeblasen. Ich würde sagen, das können Sie schon mal vorbauen. So, jetzt lassen wir das Ganze mal anlaufen. Also, hier kommt meine Sauerstoffproduktion hin. Die wird da mit Wasser betrieben, die aus der Sohle gefiltert wird. Da baue ich mir hier noch was Lustiges hin. Da muss ich mal schauen. Und naja, nachher der ganze Rohrtech, der wird dann dahin laufen. So, was habe ich noch gemacht? Ja, hier unten habe ich mir, wie gesagt, schon mein Schmutzwasser hingesetzt. Das ich momentan noch abpumpe, um mich hier oben zu ernähren. Lebensmittel. Die Lups sterben doch trotzdem. Leiter mal 3. Wieso sterben die Dups trotzdem? Nee, hier wird nichts gestorben. So, und hier ist meine Nahrung drin. Hier unten so einen kleinen Kohlenstoffdioxid-Pulk gebaut. Hab's erstmal wie Nahrung. Der hier dünstet mir aus. Ich habe noch irgendwie gar keinen Grund, auf Sauerstoff zu gehen. Es ist alles noch normal. Ich habe halt sehr viel Zeit so belassen, wie es ist, um das Biom auszuheben. Ihr seht, hier habe ich auch schon die Vorkehrung getroffen, dass die Dups anfangen, mir das Ganze hier auszureißen. Also alles, was Eis ist, alles, was nicht ist, wird nach unten gedrückt. Das ist mir egal. Ich werde das ganze Biom platt machen. Ich glaube, das hier werde ich nachher abschotten, damit ich noch ein kleines habe für das Schmutzwasser. Aber eigentlich brauche ich den ganzen Shit nicht. Ich glaube, ich werde einfach alles rausreißen. Ich werde hier nachher einfach eine Trennlinie drüber ziehen und sagen, so, hier, da, Schluss. Und dann bist du ein Biom. Kann sein, dass das nachher auch dann mein größeres Biom ist. Weiß ich nicht, mit einer Abtrennung von dem und dem. Da muss ich noch ein bisschen schauen. Aber das ist Stand jetzt der Plan. Auch die ganzen Ressourcen, die da jetzt auf dem Boden liegen. Ich meine, immerhin habe ich es geschafft, in der Basis mal ein bisschen aufzuräumen. Ist ja auch was. Ich habe 6 Dubs. Die machen das jetzt alles. Die machen jetzt auch bevorzugt ihren Kram. Ich habe auch auf Wunsch der Zuschauer, ich weiß gar nicht, ob ich das aufgenommen hatte, Hüte verteilt. Ihr seht jetzt hier, die Dubs sind jetzt nach und nach dabei. Ich könnte das hier alles eine 4 geben, ne? Ich weiß nicht, was sie schneller machen, ob sie schneller abreißen oder schneller bauen. Aber ich glaube, mit dem Bauen ist es nicht so schlimm, weil wir müssen erstmal die Forschung ja sowieso vorantreiben. Daher ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Sollte ich vielleicht schon nebenbei mit Ranching anfangen? Ich glaube, wir schauen uns jetzt erstmal gerade die Fähigkeiten an, denn wir haben ja wieder ein bisschen Upgrade bekommen. Schutzanzugbenutzung wäre auch schon sweet. Oh, wir haben schon Grillen, wir haben Raketensteuerung. Erhöhtes Bedienen, Weltraumforscher wäre vielleicht auch nachher nicht schlecht. Was hat Sammy denn? Oh, Sammy ist auch voll dabei, ne? Ich hasse Maßgraben, wäre natürlich auch nice. Aber ich bin froh, dass du das erstmal hast. Wenn ich hierauf gehe, kriege ich die Schutzanzugbenutzung mit. Mann, das stinkt halt richtig. So, das sind ordentlich Punkte. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Sammy. Ich glaube, wir gehen so. Ja. So, was ist mit Safti? Safti ist momentan mein Tierass. Der hat noch einen Punkt, was hat denn Safti? 2 drüber. Ah, so 2 lasse ich schon immer ganz gerne, weißt du? So, hier 3, 2, 3. So ein bisschen Luft nach oben für man weiß nie. Vielleicht kriegst du noch Tierzucht, damit ich noch jemanden habe, Neinsager. Andernfalls könnte ich dich auch zum Doktor machen, weil ich noch keinen Doktor habe, ne? So, guck mal, das wären halt schon 2 gute Puppen. Wir machen dich zum Doktor, Neinsager. So, Jessie ist die Klügste hier in der Kolonie. Da brauchen wir... Das wird nicht angezweifelt. Könnte... Raketensteuerung könnte die auch nachher noch lernen. Ich mach das schon mit den Tieren. Ja, das musst du. Du hast gar keine andere Wahl. Schön, wenn hier im Chat ist, ne? Direkt drauf reagieren kann, wenn ich hier irgendwie was über dich erzähle, ne? Jetzt ist so, nein, ich bin nicht klug. Doch, in dieser Kolonie bist du's. In dieser Kolonie bist du der Duplikant mit dem grünen Hut. Oh, hallo. Azula. Ich weiß, das sind deine Lieblinge, aber ganz ehrlich, oh, Deko ist leider wichtig, ne? Wir müssen auf Deko gehen. Jessie, weiß ich nicht, kriegt verbesserte... Okay, Stärke, da. Safti. Ah, nee, noch nicht. Xaxos. Was mache ich denn mit dir? Kriegst du noch Bau? Kriegst du noch Landwirtschaft? Du kriegst noch Landwirtschaft, oder? Schade, Landwirtschaft schadet nie. Komm, kriegst du noch Landwirtschaft, mein Freund. So. Das muss reichen. So, bist hier mit Forschung? Okay, Wasser haben wir noch. Ist noch Eis hier drin? Nichts.
Verflüssigbar. Das ist ja kein Eis drin, ne? Ah, weil ich nur aufräumen gesagt habe. Ja, sehr schön. Gut. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Eis, weil... Naja. Da liegen noch 6,7 Tonnen. Ach so, da mache ich nur aufräumen. Die sollen das mir immer anheben und da reinmachen. Im Moment habe ich das Gefühl, meine Dubs haben sehr viel zu tun. Ne, die haben sich jetzt ihre Skillpunkte abgeholt. Naja, und das ist halt jetzt erstmal deren täglich Brot. Bin schon überlegen, ob ich vielleicht mir noch einen weiteren reinhole erstmal. Damit ich ein bisschen mehr geschissen kriege. Denn im Moment habe ich so das Gefühl... So, wir kommen nicht ganz hinterher. Wir haben mehr zu tun, als wir eigentlich schaffen. Alles meine kleinen Baby-Hatches. Und dieser Kolonie bist du ein Mann. Ganz ehrlich, bei den Dubs, das auseinanderzuhalten, fällt selbst mir schwer, wer was wie ist. Hier, Safti, unser Mann. Hält die Kolonie am Leben. Bin stolz auf dich, Junge. Du machst das. Und wenn die Schnecken auch noch schlüpfen, gehen die auch noch direkt da oben mit ran. Zwei kriege ich noch hin. Ich habe hier oben übrigens ein bisschen Wasserstoff, den will ich nachher mir noch abfangen, aber naja, eins nach anderen. Das hier ist halt echt viel, ey. So, Forschung ist noch mittendrin im Gange. Gekocht wird auch. Also im Großen und Ganzen bin ich halt echt zufrieden, wie hier eigentlich das Ganze läuft. Benötigt Lero. Warum macht das keiner? Warum sind die Toiletten nicht 7, wie sie es gehört? Das habe ich gerade nicht verstanden. Das ist halt der Nachteil, ne? Ihr seht so jetzt mit Forschung und so weiter, sobald Forschung am Laufen ist. Ich hatte ja jetzt auch ein paar Zyklen mehr gebraucht, um das ganze Biom unten abzureißen. Well, das war nicht gerade wenig. Und jetzt habe ich zwar schon 9 Biombefehl, aber, und darum ist auch hier eine Heizplatte. Also ich habe momentan nur den hier oben laufen, ja, aber eigentlich müsste ich den hier unten auch laufen lassen, weil, naja, die Tür lässt halt die Kälte durch, ne? Ich habe hier oben schon extra dicht gemacht. Ihr seht, hier alles tutti. Hier ist logischerweise ein bisschen kühl, weil, naja, Schmutzwasser hat halt nur 0,2 Grad, ne? Hier 10, da 2, egal. Aber Strom geht halt auch momentan dafür drauf. Azula hat eine Fähigkeit erhalten. Na dann, Azula, was haben wir denn noch für dich? Wir hatten gerade dekorieren. Naja, wir lassen es gerade. Ich möchte ganz gerne Forschung bitte haben. So, damit ist die Forschung durch. So, wir sollten jetzt so langsam auch mal auf Elektrolyse gehen, denn... Ja, so ohne Elektrolyse ist mir gar nicht geholfen. Radiatoren brauche ich noch nicht, Wasser, Temp, Gas noch nicht. Oh, das, ich muss eigentlich, glaube ich, die ganze Zeit gleich alles durchlaufen. Ich habe noch nicht mal die Türen. Weißt du, ich habe nicht mal fucking Luftreiniger. Ich habe gar nichts. Ich bin so gut vorbereitet, dass ich mich schäme. So, komm. Ich muss jetzt echt das Nötigste vom Nötigsten erstmal wählen. Einfach einen Komposthaufen vor die Tür setzen. Habe ich auch schon überlegt, ob ich das noch mache. Ich meine, ich habe ja hier 2 stehen. Aber... Vielleicht machen wir das wirklich, einen dritten dahin zu setzen. Damit das ein bisschen gegenwirkt. Why not? Ich habe ja genug verschmutzte Erde, so ist es nicht. Aber ihr seht halt, ne? Mit 6 Dopes ist es halt schon so, dass ich da echt am Überlegen bin, ne? Wie ich das machen soll. Ich werde jetzt auch, glaube ich, das Schlafzimmer um 1 vergrößern. Damit wir hier erstmal das Nötigste geschissen kriegen. Na, mit Sauerstoffproduktion wird das in dieser Folge nichts, das ist richtig. Aber wir werden zumindest in dieser Folge alles soweit dafür vorbereiten. Und das ist ja etwas, was fehlte, weil die letzten Zyklen waren halt nur für die Leute auf Twitch. Übrigens für die Leute, die über YouTube schauen, ihr seid auch herzlich eingeladen, mittwochs mal reinzuschauen auf Twitch. Da mache ich dann immer hier dieses Live-Let's Play. Da könnt ihr dann immer genau schauen, was ich hier eigentlich verdammte Hacke mache, während ich diesen Zwischenaufnahmen in den Hops sozusagen bin, in diesen Schnips, wie ihr auch immer nennen wollt. So, was hat in 20, 30 Zyklen passiert? Das könnt ihr immer live hier im Stream sehen. Das ist auch immer sehr schön für mich, weil ich habe immer sehr viel Zeit, für auf den Chat einzugehen und zu schauen, wie wir was machen. Das ist immer wieder nice. Und ja, also, wenn ihr mal Bock habt, ihr seid herzlich eingeladen, reinzuschauen, ne? So, ansonsten, ja, meine Dubs machen. Vielleicht nochmal Nachtmensch. Damit Safti nachts nicht so alleine ist. Da könnt ihr sehen, wie Sly uns alle knechtet. Nee, das können sie hier sehen. Dafür brauchen sie kein Twitch. Okay, Safti macht heute Nacht
Forschung. Darf die kein Forschung? Nicht viel, aber Safti kann Forschung, ja. Auch wenn Jessie the Brain ist, aber wenn die schläft, nun ja. Aufräumen, Alter. Aufräum-Skill hier 10 Stärke, gib ihm, ey. Naja, es läuft gerade. Why not? Jessie ist jetzt auch wieder dran. Sind doch alle ganz okay, bis auf Xaxos, der hat gerade eine leichte Lebensmittelvergiftung. Well, kann vorkommen. Ich meine, es ist überall noch verschmutzter Sauerstoff. Könnten wir das hier erst fertig machen, Leute, damit ich hier abreißen kann und noch gleich einen Dupe kriege? Nice! Das freut mich, weil dann kann ich die Bett nämlich noch in diesem Zyklus abreißen. Ich habe alle angeklickt, aber ich weiß, dass da nichts ist, daher... So, schon mal Bett hinbauen. Wir erhöhen auf 7 Duplikanten. Möbel. Betten. Gratulation, wir haben ein weiteres Bett. Los, runter damit. Niemand hat die Absicht. So, die Betten müssen gebaut werden. Ne? Da sind wir uns alle einig, Leute. Entweder das oder ihr habt nichts zum Pennen. Und ich meine, die Betten liegen da ja schon. Ne? Ist ja nicht so, dass... Ja, Sula, da kommt die Jessie, die Mädels liegen beieinander. Der Neinsager auch, der Safti, der Sammy und der Xaxos. So, und der Neue, wer auch immer das sein wird, kommt dahin. Sehr schön. Hier einmal Müll aufräumen. Weiter geht's. Was macht's? Wasser? 6 Grad? Schmilzt der Klumpen hier drinne? Ah, nach und nach. Ich mache mir jetzt mit Eis immer so kleine 280 Kilogramm Brocken, die immer hier reintue und dann nach und nach schmelze von den 6,5 Tonnen. Damit ich genug Wasser habe. So, wir haben die nächste Forschung parat. Es muss die Tür her, hilft alles nichts. Ich brauche gleich die Automation. Ich brauche, na, den noch nicht. Noch nicht. Das ist dann mit so das nächste. Kriegen wir schon hin. Ist halt gerade ein bisschen stressig. Wir kommen zwar nicht dazu, dass hier draußen viel passiert, sagte Sly, während sie draußen anfangen abzuarbeiten. Ich mag ja Eis. Eis lässt sich wunderbar schnell abreißen, ne? Aber den Shit nachher aufzuräumen, das ist echt Arbeit. Der Neue muss an der Tür schlafen. Ja, das muss er, korrekt. Der oder die. Hast du schon wen für Mechatronik? Noch nicht. Wir arbeiten dran. Wir müssen erstmal gerade alles bauen. So, wie sieht's hier oben aus? Blütenparat. Leute, warum ist das denn hier noch fertig geworden? Pass mal auf, das hier könnt ihr mir doch auch schon mal fertig machen. Ich bin ja kein großer Fan davon, ein paar Sachen auf 6 zu setzen, aber so ein, zwei Sachen wäre nice. Und sei es einfach nur der blöde Komposthaufen, der mir hier dafür sorgt, dass die Kälte vielleicht nicht ganz mit 5 Grad minus reinkommt. Weißt du, es ist doch nur ein Scheißehaufen. Das möchte ich dann sein. Ach so. Haben wir Ähmchen schon? Haben wir schon Ähmchen? Ne, Ähmchen haben wir noch nicht. Ja, dann schauen wir mal gleich, was beim Duplikanten-Roulette mit dabei ist. Ey, ohne Scheiß, ich sehe schon, wie du stirbst. Oh, schau, was das Duplikanten-Roulette heute hergibt. Wir haben Raketentechnik 7. Schutzanzugbenutzung plus 8. Kann angreifen, Aufträge nicht führen. Also ich könnte maximal, Ähmchen, wenn du da sein möchtest, könnte ich maximal Raketentechnik anbieten. Kreativität und Dekoration und Kalorien gesenkt. Na, das geht gar nicht. Kalorien gesenkt. Aber ich hätte zur Auswahl ein Raketentechnik. Oder Schutzanzugbedürfnis. Wie sieht's aus? Ich sag mal, das könnte echt schlimmer sein. Ne? Hat schon plus 3 Stärke. Raketentechnik plus 7. Da haben wir auf jeden Fall schon jemanden für Dings. Ja, machen wir Ähmchen draus. Ähmchen. So, Gratulation, Ähmchen. Rocket passt. Ist auch eine große Maschine, die du bedienen kannst. Lang. Und groß, ja. Herzlich willkommen. So, jetzt muss ich mal gerade schauen. Kriegt Ähmchen einen Hut? Der hat eigentlich noch keine Fähigkeiten, ne? Außer Raketensteuerung. Gratulation. Kriegst Raketensteuerungshut. Ich hoffe, er gefällt dir. Kannst nichts, aber Raketensteuern, das geht. So. Ja, dann hau mal rein. Liegende Mechatronikerin. Genau. Hier, guck mal, hat Ähmchen auch noch einen Hut. Fängt an ihren Zyklus und geht direkt schlafen. Das haben wir gerne.
Weißt du? Echt? Sind 20 Minuten schon wieder rum? Ja, wir kriegen das hin, Leute. In der nächsten Folge haben wir hoffentlich jetzt alles für die Sauerstoffproduktion parat. Euer Sly. Ciao.